Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier zu Teardown mit eurem Moderator und Lieblings-YouTuber und dem besten Roman der Welt, Roman. Hallo. Alle Leute, die Roman heißen, auch einfach mal unten kommentieren und schreiben, Roman, ich heiße auch Roman. Da können wir uns Romans unterstützen. Nichts gegen Leute, die nicht Roman heißen. Aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Wir müssen uns heute darum kümmern, dass wir uns hier in dieser absoluten Luxusvilla, wo es uns eigentlich auch ganz gut gehen könnte, trotzdem irgendwie in Sicherheit bringen müssen. Weil wir haben ein großes Problem. Und das Problem sieht wie folgt aus. Das Wasser hat sich komischerweise in Lava verwandelt. Und wir müssen gucken, dass wir dieses Lava-Wasser, Gestrüpp, was immer höher kommt, irgendwie bewältigen können, okay? Wir haben ein paar Autos, wir haben ein paar Dächer, wir haben... Wir haben diesen LKW hier in die Wand reingefahren. Lass mich in Ruhe, LKW. Oh, der sieht gar nicht mal so gut aus. Okay, ihr seht schon oben, mein Rekord ist 292. Ich möchte gerne meinen Rekord von heute überbieten, ne? Deswegen brauche ich irgendwie eine Lösung, wie ich dieses gesamte Ding hier überleben kann, okay? Folgendes. Oh mein Gott, die Lava kommt ja jetzt schon. Oh mein Gott, okay. Ihr seht, die Lava steigt sogar relativ schnell an. Hier kann man sogar den Pegel ganz genau erkennen. Wir können ein bisschen in der Lava herumlaufen, ohne zu sterben. Aber ihr seht schon, sie wächst schon sehr, sehr schnell nach oben an. Ja, die Kartbahn, die ist schon voll mit Lava. Ich habe eigentlich die Idee gehabt, dass ich mich hier auf dieser Insel gerne umsehen wollte. Und ich wollte herausfinden, ob es hier Gegenstände gibt, die überhaupt schwimmen können. Das Ding ist nämlich so, es gibt in diesem Mod irgendwie die Einstellung, dass man sozusagen mit Booten auf Lava schwimmen kann. Das andere Problem ist, ich habe keine Ahnung, ob es hier überhaupt ein Boot gibt. Ja, wir haben zu aller, also zu guter Letzt, oh. Oh Gott, ich habe aus Versehen den Torhammer in der Hand gehabt. Ich habe mir vielleicht schon die Idee gestellt, dass wir möglicherweise auf so einem Bagger ein bisschen länger überleben können. Ja, schauen wir mal einfach rein. Wir nehmen mal so einen Bagger mit, ne, und packen den mal irgendwo hin, wo wir vielleicht so eine Art Brücke haben können, okay? Dass, falls ihr möglicherweise schnell irgendwo hinkommen wollen, dass ihr dann immer noch einen Bagger habt. Ja, beziehungsweise halt eben so ein Lastkraftwagen, so. Oh, Alter, wir können mit ihm sogar Sachen ausladen. Warte mal, das ist gar nicht mal so schlecht, weil dann können wir den... Oh nein, jetzt habe ich... Oh nein, jetzt ist er umgefallen. Relax. Ich würde sagen, wir relaxen jetzt erstmal. Okay, also die Autos helfen uns hier nicht weiter. Wir brauchen ein Boot. Das Ding ist, wir haben einen Rekord. Der Rekord ist bei 292. Wir müssen heute mindestens 300 schaffen. Das ist mein Ziel. Aber ich glaube, ohne ein Boot schaffen wir das gar nicht. Wir sind schon ein bisschen höher, aber das Problem ist, jetzt demnächst wird gleich die Lava, sobald es sozusagen die nächste Etage erreicht hat, so viel dieser Fläche hier bedecken, dass wir den gesamten Grund und Boden nicht mehr betreten können, okay? Sie steigt immer noch. Oh Gott, sie hat noch circa so da, sagen wir noch so 20 Treppenstufen Zeit haben. Wir. Warte mal, ich schmeiß mal so ein Ding in die Lava und guck, was passiert. Die Lava zündet das ja gar nicht an. Okay, warte mal, ich guck noch mal kurz, ob diese Dinger überhaupt noch funktionieren. Ich nimm noch mal kurz eins. So, und gegen den Bagger schmeißen. Ah doch, funktioniert noch. Okay. Komm, wir fahren mal den Bagger in die Lava rein. Ach, komm her, Bagger. Wir müssen kurz was ausprobieren. Weil wenn er nämlich schwimmen sollte... Oh nein, den LKW dort, den habe ich ja leider schon versenkt. Eigentlich hätte ich den gebrauchen können. Okay, warte mal. Und? Schwimmt der? Er schwimmt! Aber er geht unter. Guck mal hier, dieser Strauch. Dieser Strauch hier, der kann schwimmen. Oh nein. Oh nein! Ich bin einfach gerade gestorben. Wir machen jetzt den Turbo-Modus. Wir stellen ein, The Floor is Lava, Option, und dann kann man hier einstellen. Wir gehen jetzt mal auf Super Hard und wir werden alles auf Anstellen. Und als allerletztes werden wir übrigens Insane ausprobieren. Das ist die Schwierigkeitsstufe, wo tatsächlich alles komplett ausartet. Okay, diesmal auf einer anderen Map und wir sehen, das Ding steigt... Oh Gott. Okay. Es gibt jetzt komische Explosionen, die einfach so passieren, die wir uns nicht erklären können. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, um hier zu überleben, ist, auf den Turm da drauf zu kommen. Deswegen, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir müssen irgendwie auf die Dächer drauf kommen. Das schaffen wir. Alles gut, die Lava kommt schon. Oh mein Gott. Okay, auf das Dach hier. Bitte, 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 warte. Oh Gott, okay. Ich brauche einen anderen Weg. Ich schaff's nicht da hoch. Kann ich das Ding hier nicht fahren? Doch. Okay, 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 okay. So, warte. Kann ich den Arm hier nach oben machen? Den Arm kann ich benutzen zum Klettern. Aber dafür muss ich auf den Bagger drauf kommen. Komm schon. Oh, komm schon. Okay, ich schaff das. Oh, okay, jetzt sind wir hier drauf. Jetzt hier drauf und jetzt nur noch den Arm hier hoch. Komm schon, du schaffst das, Roman. Puh, nein, 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 nein. Der Bagger, sein Arm ist zu hoch. Okay, ich muss ihn so circa machen, dann komme ich hoch. Oh Gott, die Lava kommt. Und nicht langsam. Okay, okay, okay. Okay, wir sind auf dem Arm. Okay, okay, jetzt muss ich aufpassen. Okay, wir sind auf dem Dach. Oh. Okay, wir sind auf dem Dach. Was haben wir da draußen alles? Wie kommen wir auf den Turm darüber? Oh nein, oh nein, oh nein. Der Boden ist wirklich Lava. Der Boden ist sowas von Lava. Okay,
Ich brauche eine Möglichkeit, mich darüber zu bauen oder mich da rüber zu katapultieren. Was habe ich denn alles? Dual Barrettas, Nova, Plank. Ich habe eine Plank. Okay. Oh mein Gott. Nein. Also ich hab Bretter, kann mich mit diesen Brettern hier vorwärts bauen, wenn die da dranbleiben. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, ich bin in die Lava gefallen. Bitte nicht. Wir müssen jetzt in den Leuchtturm reinkommen. Wir gehen hier hin. Okay. Also, wir müssen darüber kommen. Ah, okay. Okay, das haben wir geschafft. Okay. Tür aufmachen. So, okay. Oh, das sieht gut aus. Hier ist sogar eine Küche drin. Ach, und sogar eine Toilette. Sag mal. Ja, sag mal. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Welcher Hobbit soll denn hier auf die Toilette bitte gehen? Sehe ich so aus, als ob ich 5 cm groß bin? Das ist eine Beleidigung. Okay, schauen wir mal raus. Ah, klasse Wetter. Okay, wir müssen hoch. Okay, okay, okay. Schnell, schnell, mach zu. Okay, wir gehen hoch. Das ist die einzige Möglichkeit. Oh, Alter, hier ist sogar ein funktionierender Leuchtturm. Wie wir uns sozusagen in Sicherheit bringen können. Dabei, guck mal, da hinten können wir eigentlich nichts machen. Wir können nur hier versuchen, noch mehr an die Spitze zu kommen. Aber guck mal, wir haben vielleicht die Möglichkeit, wenn wir versuchen wollen, noch höheren Rekord zu schaffen, dann müssen wir uns ein Floß bauen, okay? Das heißt, währenddessen wir hier noch Zeit haben, müssen wir hier noch was bauen, okay? Wir kriegen es hin. So, also hier eine Plank. Wir müssen die auch irgendwie so ein bisschen zusammenhängend miteinander machen. Wir haben hier zum Glück auch ein bisschen Licht immer zwischendurch, sodass wir uns hier wie so eine Art Floß bauen. Und dieses Floß, wenn das schwimmt, dann können wir unendlich Punkte sammeln, okay? Aber es sieht nicht so aus, als ob es schwimmen würde. Naja, ich werde jetzt einfach so viel Holz wie möglich hier einfach hin platzieren. So einfach ein schwimmendes Boot hoffentlich wird es sein. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Okay, was haben wir da? Ach, okay. Ich guck mal kurz in den Turm rein, ob wir schon Lava im Turm drin haben, ne? Okay. Ah, wir sind schon recht hoch. Hier, zack, zack, zack. Und jetzt nimmt sie wieder die nächste Treppenstufe. Wir müssen herausfinden, was möglicherweise schwimmen kann. Also, guck mal, dieses Holzding da brauchen wir. Können wir das mit der Hand greifen? Ja, ich hab's. Okay, ich nehm's mit hoch. Vielleicht kann ich das dann irgendwie zum Schwimmen benutzen, ne? Warte, wir probieren es einfach aus. Das könnte vielleicht so ein hohles Stück Holz sein. Das Gute ist, wir haben in diesem Turm hier noch ein bisschen andere Sachen noch mit drin, die wir vielleicht auch benutzen können. Ach, ich mach jetzt diese Lampe da in der Mitte kaputt. Die ist mir nämlich ein bisschen zu hell. So, warte mal, ich gehe da mit dem Lasercutter rein. So, okay, perfekt. Also das passiert sozusagen, Leute, wenn wir den Klimawandel nicht beachten, ja? Dann werden wir mit Lava überströmt. Dann sitzen wir auf so einem Turm, wie ich es gerade tue, schauen uns die Lava an und wir haben gar keine Ahnung, was wir tun sollen. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur auf unseren Tod warten, kann das sein? Oder wir haben halt genug Holz. Warte mal, ich schaue mal kurz rein. Wir können vielleicht die anderen Sachen, die wir da noch haben, ebenfalls mitnehmen. So, und dann checken wir mal aus, wie lange wir sozusagen überleben können. Ich nehme mal hier das Holz noch mit und ich guck mal, ob ich möglicherweise das Bett, das könnte vielleicht schwimmen. Komm, wir checken das mal kurz aus. Oh nein, jetzt habe ich das Bett ein bisschen kaputt gemacht. Check mal kurz aus, ob das Bett in der Lava herumschwimmt. Oh Gott, die Lava wird ja immer schlimmer. Wir checken es mal kurz aus und... Oh ja, das Bett schwimmt auch. Okay, das heißt diese... warte mal. Das leuchtet ja richtig. Okay. Leute, oh nein, mir brennt das Ding gerade... was? Mir brennt es gerade in der Hand auseinander, seht ihr das? Nein! Nein, mein Kleiner! Okay, wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, ich kann so nicht überleben. Weg mit diesem Ding. Weg mit diesem Ding. Hör auf, hier alles voll zu brennen. Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir machen. Und diese Idee, die ist verrückt. Aber ich möchte nicht darauf warten, dass wir hier bis zu unserem Schluss, bis zu unserem Ende... auf diesem Turm hier sitzen und dann einfach warten, bis wir sterben. Das mache ich nicht mit. Wir machen aus unserem riesigen Turm hier einfach ein Boot, okay? Ich werde hier mit dem Lasercutter eine gesamte Umdrehung machen, okay? Oh, da habe ich jetzt das Licht auszusehen ausgemacht. Wir lasern sozusagen die Hälfte hier ab und werden das dann so machen, ne, dass wir hoffen, ne, dass wir dann sozusagen das gesamte Haus, was wir hier haben, möglicherweise als Boot benutzen können. Das ist die Idee, die ich gerade habe. Und da versuche ich so ein bisschen so, wie so ein Baumstamm, das Ding hier abzulasern. Das Spiel laggt übrigens abartig. Aber ich denke, möglicherweise könnten wir dann dieses gesamte Ding, in dem wir gerade drin sind, das als Ganzes benutzen. Wisst ihr, wie ich meine? Okay. Jetzt laser ich das ganze Ding hier fertig. Theoretischerweise dürfte es jetzt gleich sozusagen zusammensacken. Müssen einfach alle Konnektoren, die jetzt noch da sind, abmachen, ne? Damit wir alle in der Luft schweben, ne? So. Ich glaube, hier sind die letzten, ne? Genau. So. Jetzt haben wir das hier gemacht. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, ne? Dass das Ding, ne, zur Seite fällt. Okay, wie kriegen wir das hin? Ich glaube, ich muss hier mit dem Mjölner einmal rangehen. So. Einmal Entschuldigung.
Okay, alles klar. Okay. Dann hier nochmal kurzes Ding. Hey! Nein! Nein! Das Spiel ist einfach gecrashed. Ich hatte so einen guten Plan. Aber wisst ihr was? Jetzt kommt Schwierigkeitsstufe Insane. Wir stellen diesmal alles auf False, damit es nicht so lag, okay? Und gucken, wie lange wir überleben. Das ist unsere letzte Aufgabe. Wir nehmen wieder die Villa. Wir sind auf Insane. Das heißt also, es wird zu schnell sozusagen hochgehen. Mal gucken, wie lange wir überleben. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen schnell weg. Okay, okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Okay, das Spiel lag zum Glück nicht mehr. Wir müssen jetzt einfach nur noch die Wendeltreppe hochgehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, die Lava kommt. Die Lava kommt. Oh mein Gott. Schnell hoch, 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 hoch. Okay, 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 schneller. Ich muss noch höher, noch höher. Ich muss auf diese Antenne hier. Okay. Ich glaube, ich habe den höchsten Punkt erreicht. Ich glaube, ich habe den höchsten Punkt erreicht. Oh mein Gott. Alter. Okay, das ist schon wirklich schwierig, dieser Schwierigkeitsgrad. Geh weg. Geh weg, Lava. Ich muss mir ein Dings bauen. Ich muss mich höher bauen. Wie baue ich mich höher? Was habe ich denn da? Gun? Bomb? Nee, Bomb ist nicht so gut, glaube ich. Plank. Ich brauche Holz. Ich muss mich mit Holz hochbauen. Oh mein Gott, das geht sogar. Ich baue mich mit Holz hoch. Nein, 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 nein. Ich darf nicht runterfallen. Nein! Oh! Oh! Und überlebt. Okay, das war mein Rekord. Schneller geht's nicht. Ich habe mich sogar versucht zu retten. Leute, dieses Floor is Lava-Ding war ganz schön verrückt. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es mal wieder heißt, dass wir mal wieder gegen die Lava rennen. Und ich logge mich jetzt aus. Haut rein, Leute. Ciao!